Du bist also damit einverstanden, mit Eric in diese italienische Talkshow zu gehen? Ja, das muss man sich mal vorstellen. Der Chefdesigner von Spectra Fashions verbrüdert sich tatsächlich mit euch. Das ist wirklich sehr großzügig von dir. Ja, aber umsonst kriegst du das nicht. Oh, nein? Nein. Was willst du? Wie wär's mit Dinner? Du willst mich zum Dinner ausführen? Ja. Hoffst du auf die Art, etwas über unser Spitzenmodell, den Höhepunkt unserer Show aus mir rauszubekommen? Nein. Diese Information steht wirklich ganz unten auf meiner Wunschliste. Ach ja? Weißt du, was ganz oben auf deiner Liste stehen sollte? Wir müssen eine tolle Location für die Modenschau finden. Was redest du da? Wir sind in Portofino. Sieh dich um. Welche Ecke du dir auch aussuchst, sie funktioniert. Absolut fantastisch. Ach, komm schon, Rich, jetzt sei ein bisschen ernst. Aber ich meine das doch völlig ernst. Jetzt sieh dir zum Beispiel mal diesen Platz da drüben an. Sieh dir das an. Was meinst du dazu? Der Pier? Ja. Ach, der ist wirklich wunderschön. Also ich meine, das ist einfach der wunderschönste Laufsteg, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das ist absolut perfekt. Du hast recht. Du hast wirklich recht. Das hier ist absolut perfekt. Ich weiß gar nicht, warum mir so etwas Wunderschönes nicht von selbst aufgefallen ist. Obwohl ich es direkt vor meiner Nase hatte. Genau das habe ich auch gerade gedacht. Ist das ernsthaft genug für dich? Warst du nicht der Meinung, ich würde das nicht ernst genug nehmen? Nein, ich fand, du nimmst die Suche nach einer Location für den Wettbewerb nicht ernst genug. Ah. Was für ein Wettbewerb? Oh, hör auf, mich auf den Arm zu nehmen, ja? Weißt du, ich bin dir einfach nur dankbar. Du hast mich aus dem schlimmsten Tief meines Lebens geholt und hierher gebracht. Und du hast es mich tun lassen. Das ist nicht ganz richtig. Es hat alles seine eigene Dynamik entwickelt. So ist es eigentlich doch immer. Eric findet die Idee toll, den Pier als Laufsteg zu benutzen. Die Genehmigung ist schon beantragt. Sieht so aus, als würde alles rechtzeitig fertig für den großen Tag. Toll, fantastisch. Du hast also alles fest im Griff. Ich kann ja selbst kaum glauben, wie schnell alles geklappt hat. Erstaunlich, wie gut sich die Dinge entwickeln, wenn man sie einfach lässt. Sprichst du jetzt von der Modenschau oder sprichst du von dir und mir? Komm mit. Wohin gehen wir? Wir haben noch ein bisschen Zeit und die sollten wir nutzen. Schon, aber wäre es nicht willst besser... Willst du dir Portofino ansehen oder nicht? Doch, natürlich will ich also, das. Also, worauf wartest du dann noch? Na komm. Oh, Rich. Wie sehen deine nächsten Pläne aus? Falls du welche hast. Ja, ich habe welche. Ich möchte einen ganzen Tag verbringen, ohne dass mich einer analysiert, bemitleidet oder als Fall fürs Irrenhaus betrachtet. Meinst du, du kriegst das hin? Ich denke schon. Okay, dann können wir fahren. Woher hast du den Wagen? Gemietet? Komm jetzt. Means don't forget you are my darling. Don't forget to be all you mean to me. Non dimenticare, my love is like a star. My darling,
shining bright and clear. Just because you're here, please do not forget that our lips have met and I've held you tight, dear. Was it dreams ago my heart felt this glow? Only just tonight, dear. Non dimentica, although you travel far, my darling, it's my heart you own, so I'll wait alone. Non dimentica. Although you travel far, my darling, it's my heart you own, so I'll wait alone. Non dimentica. Keine schlechte Idee. Oh mein Gott, was für ein Tag. Es war toll. Ich bin total am Ende. Tja, so siehst du gar nicht aus. Ja, wenn ich es mir recht überlege, willst du wahrscheinlich nur die Konkurrenz eliminieren. Stimmt doch, gib's zu. Du willst, dass ich total K.O. bin und morgen früh die große Show verpasse. Oh, du hast's erfasst. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich aufwache, freue ich mich schon auf den neuen Tag. Und das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Mir geht es genau wie dir. Dir verdanke ich, dass ich mir wünsche, dieser Tag ginge nie zu Ende. Kommst du mit rein? Sehr gern. Aber ich muss noch einige Dinge für die Show erledigen. Okay. Gute Nacht, Logan. Gute Nacht, Rich. Ich bin wieder da. Hey, Mom, guck mal, wer wieder putzmunter ist. Entschuldige, es hat länger gedauert, aber ich habe Hope noch ihr Fläschchen gemacht. Komm, ich nehme sie wieder. Nein, jetzt habe ich sie und so schnell gebe ich sie nicht wieder her. Was ist bloß mit euch Logan-Mädels los? Ein paar Minuten in meinem Arm und schon bin ich süchtig. Ich dachte, du musst noch viel für die Show vorbereiten. Wir liegen gut in der Zeit. Ja? Vor 15 Minuten bist du noch wie ein Verrückter rumgerannt. Zum Glück hat mir Thomas geholfen. Stimmt's, Sportsfreund? Mhm. Logan? Probleme? Nein. Nein, ich habe mich nur gefragt, wie es Eric wohl gerade geht. Ich glaube, nach so vielen Modeschauern, die er hinter sich hat, macht er das alles mit links. Sie hat schon ausgetrunken. Sie hat einen neuen Weltrekord aufgestellt. Was meinst du, Thomas? 60,5 Sekunden? Hä? Mir doch egal. Du bist aber heute ziemlich nervös, etwa weil du weißt, dass du in Kürze untergehen wirst, hm? Pronto? Hallo vorn, was gibt's? Ja, erzähl mal. Was haben sie gesagt? Du warst wohl ziemlich hungrig, hm? Es ist nichts mehr drin. Die Flasche ist leer. Alles klar. Hey, Thomas.
Willst du mir helfen, Hope ins Bettchen zu legen, ja? Ich hab zu tun. Verehrte Damen und Herren, wir präsentieren Ihnen zwei Forrester-Models in den allerneuesten Forrester-Kreationen. Junge, habt ihr euch fein gemacht. Dawn, ich ruf dich später zurück, okay? Bis bald. Steffi, Phoebe, was habt ihr denn vor? Wir spielen Modenschau. Warte, bis du siehst, was wir als nächstes anziehen. Als nächstes? Nichts da, es gibt kein nächstes Mal. Daraus wird nichts. Ihr steht unter Arrest, weil ihr Sachen angezogen habt, die euch nicht gehören. Und als Strafe werdet ihr beide gründlich durchgekitzelt. Den Ausgang zu finden, ist das ihr Problem? Rich, schreck dich doch nicht so auf. Er reißt dir ab. Nein, nein, ich werde nicht abreißen. Ich lasse mich von euch doch nicht rumkammern. Ihr Finger weg! Ich will doch nur kurz mit dir reden. Bitte, hör mir doch mal zu. Nur eine Minute. Aufhören, aufhören. Was soll das? Nein, Dad, lass mich. Ich will, dass der Kerl verschwindet. Beruhige dich. Lass ihn einfach, Rich. Wie ich sehe, ist Ihre Hand wieder ziemlich... Nein, nein, hör auf! Dir zuliebe. Nur dir zuliebe.